afternoon, we have a panel. Heute Nachmittag gibt es eine weitere Podiumsdiskussion. Und da geht es so ein bisschen um das Schließen der Wissenslücke. Und in diesem Panel werden wir versuchen, uns die Initiativen noch einmal genauer anzuschauen, die zu Beginn ausgeführt wurden mit den Erfahrungen des Humboldt-Forums, der Preußischen Stiftung für Kulturerbe und das Nationalmuseum in Tansania. Einige von uns werden wahrscheinlich wissen, dass eine gemeinsame Ausstellung ansteht. Und dazu werden wir sicherlich einiges hören, wie das fortgeschritten ist. Denn auch das ist Teil des Prozesses, diese Wissenslücke zu schließen. Und wir haben dafür drei Podiumsteilnehmer eingeladen. Und ich beginne mal mit Nummer 1. And is Ina. Da haben wir die Ina. And we might know Ina. Vielleicht kennen ja einige von Ihnen Ina. She is the historian and the head of humanities. Sie ist am Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Museum für Naturkunde in Berlin, Dr. Ina Heumann. Das Museum kennen Sie vielleicht, das ist ein recht bekanntes Museum. Und von ihr werden wir mehr erfahren. Sie wird eine kleine Präsentation geben. Und ich möchte nicht vorgreifen, Ina darf das gern selbst übernehmen. And the second panelist is Flower. Dann haben wir neben Ina Flower Manasse. Flower ist Kuratorin für Geschichte im Tansanischen Nationalmuseum. Sie hat an sehr vielen Projekten mitgearbeitet, hat sehr viele Ausstellungen kuratiert. Und ich möchte ihre Karriere nicht weiter ausführen. Flower wollte nicht, dass ich so sehr ins Detail gehe, was ihre Erfahrung betrifft. Also Flower, herzlich willkommen auf der Bühne. The last person. Und dann unsere dritte Podiumsteilnehmerin. Is Professor Carola Lenz. Professor Dr. Carola Lenz. I met Carola Lenz. Carola habe ich als Studentin an der Universität Mainz getroffen. Das ist jetzt schon fast 15 Jahre her. Es ist mir also eine große Ehre, Sie heute noch einmal hier treffen zu können, nach mehr als 10 Jahren. Wir haben dann natürlich so eine gewisse Vorgeschichte. Wir sind ein klein wenig vorbelastet. Carola Lenz ist natürlich auch Präsidentin des Goethe-Instituts. Wussten Sie das? Sie arbeitet als Professorin an der Universität Mainz, an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Und ich werde noch ein paar Worte verlieren, ja, denn als ich Studentin war, man kennt natürlich Carola Lenz anhand ihrer vielen Publikationen. Herzlich willkommen. So, in this panel, my name is Vicencia. Vicencia ist mein Name. Ich hätte fast vergessen, mich selbst vorzustellen. Und ich werde diese Podiumsdiskussion jetzt für Sie moderieren. Und ich hoffe, wir haben genug Zeit auch für Ihre Fragen im Anschluss. Also, seien Sie unbesorgt und schlafen Sie aber bitte auch nicht ein, denn sonst verpassen Sie ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ina Heumann, hierbei geht es ja um das Schließen der Wissenslücken. Und ich weiß, dass Sie ja auch mit viel Erfahrung des Naturkundemuseums gearbeitet haben. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir mit Ihrer Präsentation beginnen. Und dann hätte ich noch einige Fragen dazu. Vielen herzlichen Dank.
Thank you for the invitation. Thank you for ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir hier mal über nicht den Elefant im Raum, sondern über den Dinosaurier im Raum sprechen. Ich arbeite ja am Museum für Naturkunde hier in Berlin und am Montag hatten Sie ja die Möglichkeit, es zu besuchen. Und dieser Besuch hat natürlich auch Auswirkungen auf das Gespräch heute. Ich werde also versuchen, ein bisschen über die Jagd sprechen und auch Erinnerungslücken. Wir fangen mal mit dem Thema Arbeit an. Was Sie hier sehen können, ist ein Lycanhenige. Das ist ein Wildhund, der zu Ehren etwa Edwin Hennigs benannt wurde. Und laut der Archive ist dieser Hund Teil einer Herde, die Kolonialoffiziere angegriffen haben. Und das hatte Herr Hennig zusammengetragen im Rahmen der Tenaguru-Expedition. Wir haben auch andere Archivmaterialien vorliegen, laut derer im April 1912 August Brauer, das war der Leiter der Zoologischen Sammlung im Museum, sagt, dass er Professor Dr. Janensch und Dr. Hennig dankte für die gesamte Sammlung. Und diese besteht aus 144 Säugetiere, 102 Reptilien und so weiter und so fort. Diese sind hier alle aufgezählt und dieser Wildhund ist Teil dieser Gesamtsammlung. Dieser Hund wurde tatsächlich nie in öffentlichen Diskussionen erwähnt und ist auch nicht Teil des der Erinnerungskultur im Unterschied zu diesem Objekt, das auch Herrn Janensch und Herrn Hennig zugrunde liegt. Und das ist natürlich eines der Ausstellungsstücke der Tenaguru-Expedition. Das sind die Dinosaurier oder dieser Dinosaurier, der seit den 20er Jahren im Museum für Naturkunde ausgestellt wird und gehört zu den bekanntesten und berühmtesten Ausstellungsstücken des Museums. Edwin Hennig, von dem haben wir gehört, und Werner Janensch waren gemeinsam führende Köpfe dieser Expedition, die 250 Tonnen fossile Pflanzen und Tiere entnommen haben aus der Region Tenaguru im Südosten Tansanias. Und die Expedition ging von 1909 bis 1913 in der Zeit, in der diese Region unter der Kolonialherrschaft stand. Diese 250 Tonnen konnten also erfolgreich nach Deutschland überführt werden und die lokale Expertise und auch lokale Arbeitnehmer wurden mitgenommen und ohne die Anleitung der Leute, die vertraut waren mit den lokalen Gegebenheiten, hätte man diese Fossilien natürlich überhaupt nicht finden können. Und ohne die harte Arbeit derjenigen, die die Ausgrabung vorgenommen haben und der Träger, Hunderte von Leuten haben dabei geholfen, hätten natürlich diese ganzen Objekte den Weg nach Berlin nie gefunden. Und diese rassistische Aufteilung der Arbeitskräfte führt mich zum zweiten Teil meiner Präsentation, zum Jagen und Töten. Es geht um diese Arbeitsteilung, ganz genau. Die Deutschen, die weißen Männer sind einfach nebenher gelaufen, haben ihre Aufzeichnungen gemacht und damit konnten die Expediteure quasi aktive Jäger werden. Diese Sammlungen haben natürlich die zoologische Sammlung vervollständigt, unheimlich viele Ausstellungsstücke, die auch heute noch das Museum bereichern. Gleichzeitig wurden Massen von getöteten Tieren nach Hause geschickt. Im Februar 1911 schickte Hennig eine ganze Reihe von Trophäen an seine Mutter in Berlin. Im Februar 1911 schreibt er hier an seine Mutter und sagt, heute und morgen werde ich endlich die Möglichkeit haben, einige meiner Trophäen zusammenzupacken. Und wenn ich es nicht persönlich abtrenne, dann wird das Museum alles für sich beanspruchen. Und dann sieht er hier eine ganze Liste von Tieren, die er aufführt. Und das Töten wurde zu einer sportlichen Aktivität. Und Hennig ist einer der Vertreter und ist Teil der Kolonialherrschaft. Also diese Freude am Jagen versetzt sich auch oft in die Lust am Töten.
Hennig selbst schreibt das auch in seinem Tagebuch so. Im Januar 1911 schreibt er, ich ging zum Wasser hinunter, als wir die Nilpferde hörten. Ich wollte eigentlich erst ein Foto aufnehmen und dann war es hier ganz in der Nähe. Ein Krokodil wurde zu meinem Jagdgegenstand. Ich habe sie eine Weile beobachtet und dann der Mottteufel nahm von mir Besitz. Ich habe zweimal geschossen, beide Tiere sind verschwunden und die anderen sind abgetaucht, als wäre nichts geschehen. All diese toten Tiere wurden dann zur Küste gebracht von Menschen, die auch die Fossilien trugen und wurden dann letztlich nach Berlin verschifft. In einer dieser vielen Kisten, 800 Boxen oder Kisten, sind insgesamt in Berlin angekommen, befand sich dieser Hund. Dieser wurde im Februar 1911 erlegt. Und von einem Brief, den Hennig an das Deutsche Museum schrieb, weiß ich, dass er das Fell des Hundes und den Schädel des Hundes zusammen verpackte mit einem Schädel eines Menschen, den Janisch am Noto-Plateau für Professor Hansemann einsammelte. Und diese Sammlung wurde im Museum ausgestellt. Es gab natürlich sehr viel bürokratischen Aufwand. Und aus dem Juni 1911 sieht man, dass der Kurator der Sammlung sagte, dass das Fell des Hundes nicht verwendbar wäre, aber der Schädel recht gut. Und David von Hansemann, der Pathologe, übernahm dann den menschlichen Schädel. Und da gehen die Spuren des menschlichen Schädels verloren. Man findet dazu keine weiteren Informationen. Aber es ist nicht klar, welche Biografie und welche Herkunft hinter diesem Schädel stehen. Das bringt uns wieder einmal zu den vielen Wissenslücken. Dieser Dinosaurier aus den Aguru ist natürlich ein unheimlich sichtbares Objekt, das im Herzen der deutsch-tansanischen Verbindung steht. Da gibt es natürlich auch also mit einer Reihe von Wissenschaftlern, da gibt es tatsächlich wahrscheinlich nur wenige, die tatsächlich über die Herkunft dieser vielen Tiere wissen. Also die Säugetiere, die Reptilien, die Insekten, auch diese stammen also alle aus dieser Tinaguru-Expedition. Die Geschichte dieses Wildhundes führt also direkt ins Herzen der Sammelleidenschaft während der Kolonialzeit, diese Kolonialherrschaft, die Gewalttaten. Und der Exzess an gesammelten Objekten, an Gewalttaten und die Überführung von kulturellen Objekten und tatsächlich auch von Menschen. Diese Geschichte wird wahrscheinlich immer Teil der deutschen Museen bleiben. Thank you so much. Vielen herzlichen Dank, Ina. To start with, just one follow-up question. Vielleicht noch eine Frage dazu. It's related to the archive. Und diese hat zu tun mit der Archivierung. Viele Informationen, die du hier dargestellt hast, sind Teil des Archivs. Some of the information is und für uns ist viele dieser Informationen nur in Deutsch erhältlich und sehr wenig nur in Swahili. Und wenn es darum geht, diese Wissenslücken zu schließen, dann ist es natürlich auch eine Informationslücke. Wie offen ist denn dieses Archiv für Leute, die mehr darüber erfahren möchten? Ganz besonders jene, die aus Tansania stammen und ehemals Tanganyika. Ein Teil dessen, was ich versucht habe zu tun und auch die Leute in meinem Team, ist, dieses Archiv zu öffnen. Ich wäre also sehr erfreut, wenn man diese Dokumente zugänglich machen könnte. Aber das ist natürlich eher auf persönlicher Ebene. Was wir jetzt aufbauen wollen, ist eine Plattform, die einmal die Knochen der Dinosaurier zusammenbringen, auch mit der Dokumentation. Und die wichtigsten Dokumente sollen übersetzt werden ins Englische. Swahili wäre natürlich toll. Ich bin
nicht so sehr zufrieden mit dieser Lösung. Es ist also nicht hundertprozentig zu versprechen, aber es wäre natürlich großartig, wenn diese auch in Swahili zugänglich wären, man sie sich anschauen könnte. Und es wäre auch gut, wenn Paläontologen an diesen Fossilien arbeiten könnten. Und denn diese auch noch mal über die Kolonialgeschichte hinweg einzuordnen, das wäre vielleicht der erste Schritt, erst einmal den Zugang zu gewähren. Ja, in jedem Fall. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit kommen wir direkt zu Flower. Flower, meine Frage an dich zu deiner Präsentation. Da geht es um Ausstellungen. Ausstellungen werden oft als Plattformen erachtet, in denen Wissen verbreitet wird, um eben genau diese Lücken zu schließen, diese Wissenslücken zu schließen. Von den Archiven und der Öffentlichkeit. Und es gibt also eine Initiative, eine gemeinsame Ausstellung zum Thema der deutschen Kolonialzeit zu organisieren. German Colonial History in Tanzania, but zur Geschichte in Tansania, aber auch in Bezug auf die Eigentumsrechte und die Ressourcen, die das Kulturerbe betreffen in Deutschland. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was könnte man von dieser Ausstellung erwarten? Was ist wichtig zu verstehen, bevor man quasi den nächsten Schritt oder die nächste Frage angeht? Vielen Dank für die Frage. Wir sollten wirklich verstehen, dass die Ausstellung, die jetzt kommt, ein Prozess ist. Und es ist auch nicht die erste Ausstellung oder Prozess mit dem Nationalmuseum von Tansania, mit Deutschland oder einer anderen Gemeinschaft. In diesem Prozess haben wir nicht begonnen mit dem Humboldt-Forum, sondern auch das begann 2016. Das war während der Zeit, wo das Ethnologische Museum die Kollektion dem Publikum gegenüber geöffnet hat. Aber in Tansania ging es nur um die Institutionen, aber nicht die lokale Bevölkerung. Das Humboldt-Museum in Tansania, das Nationale Museum und die Wissenschaftler und das Nationalmuseum und das Humboldt-Forum zusammengearbeitet haben mit der Ausstellung. Mit dem Humboldt-Prozess kann man sagen, dass es nur Teil des Prozesses ist. Das ist der Prozess, wo die Gemeinschaften auch gehört werden. Im Gegensatz zum Humboldt Lab, da ging es nur um die Prominenz im Bereich Humboldt Forum Ausstellung. Ich weiß, dass es umstrittene Ideen gab darüber, wie der Ansatz lauten sollte hier in Deutschland, aber auch hinsichtlich der institutionellen Beziehungen. Ich spreche als Teil des Kuratoriums im Prozess. Und die Bewusstmachung in den Institutionen, denn wir wissen, dass nicht jeder im Nationalmuseum sich wirklich darüber im Klaren war, was das Ethnologische Museum machte. Und für die VertreterInnen aus Tansania muss man wissen, und dass das Humboldt-Forum keine Exponate hatte. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Interessenlagen. Und das Nationalmuseum für uns, das ist wirklich importierte Nationalgeschichte, aber es hat nichts mit dem eigentlichen Erbe des Landes zu tun. Insofern gibt es verschiedene Interessenslagen. Und innerhalb des Teams haben wir erst einmal versucht, Beziehungen aufzubauen und dann aber auch die lokale Bevölkerung mit hereinzubringen, weil sie nämlich nicht von Anbeginn Teil des Prozesses war. Das Humboldt Lab, das Humboldt Forum,
wollte eigentlich jetzt mal die Bevölkerung in Beziehung mit den Exponaten setzen. Und das ist, sind wissenschaftliche Aufsätze oder Literatur. Die KuratorInnen vereinnahmen keine bestimmte Position, sondern sie befragen jetzt auch die Bevölkerung, was sie eigentlich zeigen möchte. Okay. Just one follow-up. Ja, vielen Dank. Nur eine kurze Nachfrage und dann geht es in die nächste Runde und dann die Fragen ans Publikum. Also die Einbeziehung der Community, da ist ein umstrittenes Gebiet, wenn es um das Ausstellen von kulturellem Erbe geht und auch der Ressourcen. Da geht es immer auch um Zustimmung, um Einverständnis. Das war Gegenstand von Debatten. Wer sollte eigentlich sein Einverständnis geben? Wem gehören denn eigentlich die Exponate? Und für diese bestimmte Ausstellung möchte ich gerne wissen, wie Sie als Team damit umgehen, mit dem Einverständnis, wenn es um die Communities geht. Also die Bevölkerung soll das verstehen, soll informiert werden, soll aber auch sich einverstanden erklären. Wie macht man das? Ja, vielen Dank, Lucentia. Zunächst einmal möchte ich den Anteil der Ausstellung loben, die dem Humboldt-Forum gehört, die diese Idee hatten, dass die Communities wirklich von Anfang an mit einbezogen werden sollte und auch einverstanden sein sollte. Die Umsetzung ist die große Frage, aber bei der Feldarbeit und jetzt eben einfach die Communities mit einzubeziehen, Dialog pflegen, die Leute besuchen, sie nicht ins Museum einbestellen, sondern wirklich zu ihnen zu gehen. All dieses bringt unterschiedliche Perspektiven hinzu. Für uns als Kuratorium fühlte es sich auch so an, als würden wir die Lücke zwischen traditionellem Wissen und mit althergebrachtem Wissen zu verbinden. Wir wollen jetzt dem traditionellen Wissen mehr Platz einräumen. Das versteckt sich unter der Oberfläche. Wir wollen mehr zeigen, was die lokale Bevölkerung wirklich selber weiß über ihr kulturelles Eigentum. Und der Ansatz im Vergleich zu der traditionellen Geschichte im Humboldt-Forum, kennt man das ja, das sind nun auch Orte, wo die lokale Bevölkerung Eigentümerin des kulturellen Erbes und der Exponate sind. Und jetzt müssen die Deutschen einmal gucken und auch sich anhören, was die Bevölkerung zu sagen hat. Und jetzt möchte ich noch über die Bewahrung sprechen oder die Orte des Aufbewahrens dieser Stücke und ihrem Umgang. Und jetzt möchte ich Frau Professorin Carola Lenz befragen. Sie sprachen ja über die Kolonialgeschichte Deutschlands auf dem Kontinent. Und ich möchte von Ihnen gerne mal hören, was passiert da eigentlich gerade? Nun, ich bin tatsächlich keine Expertin für deutsche Kolonialgeschichte, sondern englische und oder britische und französische, weil ich in Tansania und Ghana gearbeitet habe. Aber im Morgenpanel ist es hier angeklungen. Für unsere Zusammenarbeit ist es wichtig, wir sind immer in einer Machtsphäre unterwegs. Und heute Morgen haben Sie mit Ihren Beiträgen gezeigt, dass es eine Politik des Staates Tansania gibt und eine Politik der Museen. Und dann gibt es auch noch eine lokale Bevölkerung. Und die ist nicht immer damit einverstanden mit dem, was die
Museen tun. Es gibt in Deutschland eine ähnliche Situation, eine staatliche Politik. Und dann gibt es multilaterale Beziehungen auf staatlicher Ebene. Und hier bewegen wir uns genau in diesem großen Spannungsfeld der bilateralen staatlichen Beziehungen. Dann gibt es aber auch Kooperationen zwischen Institutionen, zum Beispiel das Humboldt-Forum, das milde gesagt oder gelinde gesagt nicht unumstritten war. Und dann gibt es in Deutschland, um es noch zu verkomplizieren, die Bundesländer im Gegensatz zu den nationalen Institutionen und die Kulturpolitik und Bildungspolitik der Kultus- und Medienminister auf föderaler Ebene. Damit sind sie nicht immer einverstanden. Und dann gibt es eben noch Gruppen aus der Bevölkerung, die Dinge verlangen oder manche tun dies auch aus Spaß an der Freude. Und es gibt aber dann eben auch echte Interessengruppen. Ich möchte zunächst schlussfolgern und dann einen Schritt zurücktreten. Was wir meiner Ansicht nach derzeit benötigen, sind einfach Allianzen und Arbeitsbedingungen, die über diese nationalen Grenzen hinweggehen und auch über diese genannten Punkte hinweggehen. Denn man kann auch sehen, dass also Unterstützergruppen oder AktivistInnengruppen mit einigen übereinstimmen, was einige tansanische AktivistInnen machen, aber vielleicht nicht mit der staatlichen Politik oder MuseumsdirektorInnen in Tansania. Da muss man sich bewegen. Wie kann man Allianzen aufbauen im Interesse der Förderung des Austauschs, eines echten Dialoges, einschließlich Kontroverse, aber das Ganze auf der Basis von Respekt. Es ist nicht eine Box mit dem Namen Tansania und eine namens Deutschland, sondern da muss man auch mal quer gehen können, um noch mal die Vogelperspektive einzunehmen hinsichtlich des Vertrages über das Verhältnis zwischen Kolonialgeschichte und Deutschland. Eine Momentaufnahme heißt, ein Workshop wie dieser mit einer starken Präsenz von Menschen aus Tansania, die sich damit befassen, die auch Unternehmen beraten über diese Ausstellung. Und vor 10 Jahren hätte es nicht genauso ausgesehen. Die ZuhörerInnen hätten ganz anders ausgesehen. Man weiß ja, dass es aufgrund von Visa-Problemen schwer ist, hierher zu kommen. Die Leute wären nicht so zahlreich erschienen und auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben hier sehr hilfreich gewirkt und auch dieses Netzwerken. Insofern ist es wichtig zu sehen, dass dies hier schon ein Teil eines sich verändernden Prozesses ist. Und ich würde sagen, wir haben auch schon eine Wegstrecke zurückgelegt. Aber im Rückblick, Forscher und Wissenschaftler und PolitikerInnen, spätestens in den 60er Jahren hat es angefangen, über Kolonialgeschichte zu forschen. Und die BRD hatte eine starke historische Forschung, gerade zu deutschem Kolonialismus. Und das war in der DDR so und man konnte nicht reisen und dann musste man eben in die Archive gehen und da gab es genügend. Und in der BRD hieß es, es gäbe keine Forschung darüber, aber das stimmt nicht. 1968 wurde das erste Buch über den Völkermord in Namibia rausgebracht von Helmut Bley und es wurde nuancierter und man ging über die Dichotomie Opfer-Täter hinaus und so weiter. All dieses ist verfügbar und es gibt jetzt nach wie vor weiteren Input. Was man nicht hatte, war das Interesse der breiteren Bevölkerung an genau diesen Themen. Und ich glaube, dass das noch auch in der jüngeren Vergangenheit zu finden ist. Und ich möchte hier nur einige Punkte hervorheben.
hervorheben. Zunächst einmal denke ich, das erste Mal war, dass der 100-jährige Jahrestag an dem des namibischen Völkermords oder des Völkermords an der namibischen Bevölkerung. Und das war keine offizielle Terminologie, aber die deutsche Regierung wusste, dass man das nicht einfach so ignorieren kann. Tansania, obwohl die Opferzahl vermutlich viel höher ist als in Namibia, wenn man einmal die Zahlen bemühen möchte, aber es gab immer weniger Aufmerksamkeit im Vergleich zu Tansania. Also das ist sehr interessant, auch in Kamerun, die kolonialen Untaten wurden immer weniger gewürdigt als Tansania. Aber Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister, hat 2018 die Mission Afrika eröffnet, eine Initiative des Außenministeriums wollte anerkennen, dass im Machtgleichgewicht Afrika sehr wichtig ist. Aber es wurde nicht von Kolonialismus gesprochen. 2008 war das. Also da wurde nicht von Kolonialismus gesprochen, nur die Bedeutung der kulturellen Zusammenarbeit. Aber jetzt wurden die Ergebnisse einer von dem Außenministerium gegeben. Also die Beziehungen zwischen Kolonialismus wurden da hervorgehoben. Und Auftraggeber war das Außenministerium. Lokale Initiativen blühten und das dank des Humboldt-Forums. Und das war eine große Bewegung. Und ich habe mich etwas aufgeregt, als die Leute Namen nennen wollten und die PolitikerInnen sagten von Anfang an, dass das Humboldt-Forum etwas für Kolonialismus sei. Nein, ganz und gar nicht. Das war wirklich, es waren die AktivistInnen, die über Kolonialgeschichte sprachen und über Wiedergutmachung und Rückgabe von Gütern. Und diese Argumente fielen auf fruchtbaren Boden. Und man sagte, naja, wenn man so ein teures Gebäude in der Mitte Berlins wieder aufbaut und etwas und anerkannt werden möchte, dann muss man sich damit befassen. Und der Stiftungsrat, da gab es einige Aufregung, da wurden ja Blutfarbe, also Farbe versprüht, die Blut symbolisieren sollte. Und das war erst 2017. Und das ist erst 7 Jahre her, aber ich denke, wir haben in den vergangenen 7 Jahren hinsichtlich der Aufklärung der Öffentlichkeit mehr erreicht als in den 20 Jahren davor. Und als Herr Steinmeier kürzlich in Tansania war, es wurde schon von Vergebung gesprochen. Und in Sangea hat er sich entschuldigt und das wäre einige Jahre zuvor gar nicht denkbar gewesen. Und was mir Hoffnung verleiht, ist, dass es einfach in den öffentlichen politischen Rahmen gebracht wurde. Und das ist dank der Wissenschaftler und der Basisbewegungen die Initiative der Zivilgesellschaft. Es gibt keine Trennungslinie zwischen AktivistInnen und der akademischen Forschung. Aber die neueste Debatte, nur um das kurz anklingen zu lassen, das ist noch lange nicht vorbei, aber die starke Kontroverse hinsichtlich der neuen Vorstellung von Gedächtnisarbeit von Claudia Roth. Nach der Wiedervereinigung war Erinnerungskultur auf 2 Pfeilern ruhend. Der 2. musste akzeptiert werden, das kann ich jetzt nicht erklären. Also der 1. Pfeiler ist die Show und der Holocaust. Und das wurde der Regierung wirklich aufgezwungen von der Zivilgesellschaft. Es gab damit überhaupt keine
Erinnerungskultur zuvor. Ein Geschichtsworkshop in Göttingen, daran erinnere ich mich. Und wir haben das wirklich aufgrund von Graswurzelbewegungen und Initiativen aufgebaut. Und dann ist der Staat mit eingestiegen. Und dann hat die Bundesregierung gesagt, ja gut, man will die Gedenkstätten fordern. Nach 1990 hat die SED die Diktatur der Kommunisten in der ehemaligen DDR. Das ist der zweite Pfeiler der Erinnerungsarbeit. Das wurde anerkannt. Und Claudia Roth hat jetzt kürzlich vorgeschlagen, man sollte 5 Pfeiler haben. Der dritte sollte Kolonialgeschichte und Kolonialverbrechen sein. Dann der Beitrag der ImmigrantInnen und ihre Traumata, der Beitrag nach Deutschland und fünftens die Verdienste der demokratischen Bewegungen seit 1832 als der ersten parlamentarischen Republik. Und sofort gab es einen Aufschrei derjenigen, die sich mit dem Holocaust und SED-Verbrechen befassen. Das sei nicht ausreichend, jetzt einfach mehr Pfeiler hinzuzufügen. Die Geschichte muss erinnert werden. Das Staatsverbrechen im Sinne von Staatsverbrechen und keine Partikularverbrechen. Und ich möchte aber positiv enden, denn die Kolonialgeschichte wird als Pfeiler hinzugefügt, denn das ist, wo die Spezialisten für Erinnerungskultur der Shoah und der kommunistischen Verbrechen gesagt haben, ja gut, mit Kolonialismus, das können wir vertreten. Und hier wollen wir Menschen zusammenbringen, auch mit einer Ausstellung. Und auch das ist wichtig, denn das bringt die bestimmten Themen auf die öffentliche Agenda. Und das ist nicht unbedingt entlang von Landesgrenzen. Und ich bin gar nicht optimistisch hinsichtlich der Haltung von Deutschland. Für Deutschland gibt es im Augenblick keinen Grund, optimistisch zu sein. Aber für diesen einen Teilbereich bin ich optimistisch. Thank you so much, Carola. I have a follow-up. Vielen herzlichen Dank, Carola. Auch dazu hätte ich noch eine Frage. Und dabei geht es natürlich um das, was vorgestellt wurde, aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wenn man sich die deutschen Reaktionen anschaut auf die eigene Vergangenheit, Holocaust, Wiedergutmachungszahlungen. Es scheint, dass auch Deutschland da verschiedene demokratische Ziele verfolgt. Wenn es um Namibia geht, wie du schon sagtest, dann ist es tatsächlich anders, als wie man mit Tansania umgeht. Wenn es um Themen geht, wie zum Beispiel Israel, auch da wird die Herangehensweise wieder eine andere sein. Das sind die gleichen Menschen, die dort leiden. Warum ist das so? Ja, bitte vergib mir, wenn ich jetzt den Nahost außen vor lasse. Da bräuchten wir sehr, sehr viel mehr Zeit. Und das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Gelände, was wir damit betreten. Ich habe versucht, nicht zu sehr pro domo zu sprechen. Ich bin die Präsidentin des Goethe-Instituts und möchte natürlich nicht immer nur darüber sprechen. Aber ein Institut wie das Goethe-Institut, das 15 Niederlassungen in Afrika hat, war tatsächlich recht instrumental, um in diesem, sagen wir mal, vorpolitischen Rahmen zu sprechen. Es ist nicht unpolitisch, aber es ist ein Raum, der nicht unbedingt direkt in Verbindung mit dem Regierungsvorhaben steht. Also weder die Politik der Gastländer, noch die Politik Deutschlands, aber es gibt Räume für Austausch und den Dialog. Und ich glaube, da gibt es Dinge, die angesprochen werden müssen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier zusammenkommen. Du bist jetzt Künstlerin, Theatermacherin und ich bin im Bereich der Kulturpolitik tätig. Und es sind tatsächlich oft
künstlerische und ästhetische Formate, die uns helfen, diese verschiedenen Dimensionen in einen experimentellen Austausch bringen, die dann verschiedene Nuancen ermöglichen, neue Räume, neue Ideen und einen neuen Austausch. Und das Goethe-Institut hat tatsächlich viel zusammengearbeitet und auch der Austausch mit den ehemaligen Kolonien. Du hattest ja auch das Event, die Veranstaltung zur Yaoundé organisiert, wo wir Künstler und Intellektuelle einen Austausch in Yaoundé hatten von ehemaligen oder ehemals Involvierten. Und zum ersten Mal hat man dort tatsächlich wirklich verstanden, dass es nicht immer nur um gutes Bier und gute Straßen geht, sondern man sprach eben auch über Kriegsverbrechen und über Genozid. Und ich glaube, diese horizontale Netzwerkarbeit zwischen den verschiedenen ehemals kolonialisierten Gesellschaften ist sehr, sehr wichtig, um auch einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Denn das wird natürlich auch wieder rückgefüttert. Ich weiß, dass du meine Frage vermeidest, aber ich werde das in einem anderen Rahmen noch mal anders aufgreifen. To you, Ina. Ina. When you talked about Germany. Du hast über Deutschland gesprochen und die Kolonialzeit in Tansania. Und wenn wir Themen besprechen, die mit den jeweiligen Fundstücken zu tun haben. Der Dinosaurier ist nur ein Beispiel, relativ weit vorne, aber es ist ein Beispiel. Auch menschliche Überreste sind tatsächlich unsere Priorität, denn da geht es auch um eine gewisse Dringlichkeit. Im Museum, in dem du arbeitest, da gibt es so viele Kisten und Pakete. Ich weiß, dass Sie die Dinosaurier hier in Deutschland nicht zusammenbauen. Das sind also definitiv Leute aus Tansania gewesen. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Denn die Ressourcen sind ja immer noch in der Hand des Museums, zum Teil ungeöffnet. Was hat man damit vor? Sollen die so zurückgebracht werden, wie man sie geholt hat? Oder sollen sie zusammengebaut werden, sollen Kopien erstellt werden? Was machen wir mit diesem Thema? Es gab da eine ganze Reihe von verschiedenen Lösungsvorschlägen. Es gab natürlich auch eine gewisse Rückforderung. Zum ersten Mal hatten wir das Thema 1984 auf dem Tisch. Das wurde quasi nicht beantwortet, aus verschiedenen Gründen. Das Museum war damals in den Händen der DDR und Holger Stöcker hat dies kurz aufgezeigt, hat da wenig Interesse gehabt, wie andere europäische Museen. Wenn wir jetzt einen Teil zurückgeben, dann haben wir plötzlich gar kein Museum mehr und nichts mehr auszustellen. Man hatte also eine große Sorge und deswegen ist relativ wenig passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute nicht locker lassen und immer wieder diese Fragen stellen. Die Kisten sind nach wie vor ungeöffnet. Wir wissen aber ganz genau, was sich darin befindet. Sie wurden gescannt. Das heißt, man kann also an den Knochen arbeiten. Es ist also ein gewisses wissenschaftliches Know-how, was vorliegt. Aber das ist natürlich keine Antwort auf die Frage. Natürlich sind die Dinosaurier-Ressourcen, das sind Kulturgüter, die sich in unseren Händen befinden. Es ist ein Teil der Natur, die vielleicht nicht immer genügend Beachtung finden. Und würde man jetzt die Natur sammeln, dann hängt das auch sehr stark mit der Kultur in Verbindung. Und wenn man diese dann überführt von einem Ort an den anderen, ist das tatsächlich wahrscheinlich nicht rechtmäßig. Aber ich glaube, was in den nächsten Jahren zu erwarten ist, ist die gleiche Kritik, die gleichen Diskussionen über Naturkundemuseen. Wie man es auch schon im Bereich der ethnologischen Museen gesehen hat. Es ist also eine Frage der Zeit, denke ich, bis auch die Naturpolitik
Teil des öffentlichen Diskurses sein wird. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Museen darauf reagieren werden, auf diese Kritik. Aber was ich zu dem Berliner Naturkundemuseum sagen kann, es versucht, ein Ort des Austausches zu werden und weniger ein Ort von Sammlungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Strategie, in der man gewisse Dinge einlagert. Es sind tatsächlich interessante Zeiten, die wir hier durchlaufen. Und wir haben es aus den vorherigen Podiumsdiskussionen schon gehört. Biologische Vielfalt ist ein großes Thema. Warum müssen wir jetzt genau wissen, welche Käfer aus Tansania kommen? Warum brauchen wir sie in Berlin? Denn irgendwann wird es einen Wissenschaftler geben, der genau wissen will, was genau das für ein Käfer war. Es geht so ein bisschen um das Paradigma der Rettung von ethnologischen Sammlungen schon vor 100 Jahren. Schauen wir mal, was passiert. Ich denke, das sind tatsächlich sehr interessante Zeiten, die wir gerade erleben. Gut, danke, Ina. Flower, du hast ja Ina gehört, wenn es um das Kulturerbe von Tansania bzw. Tanganyika geht. Und sie erwähnte das Thema des Depots, des Lagers. Und jetzt vielleicht noch einmal eine Frage zur Ausstellung, die die Wissenslücken schließen soll. Wie wählt man die Ressourcen aus, die gezeigt werden sollen? Welche Methodik steht dahinter? Denn es geht ja um das Schließen von Wissenslücken. Wie also wählt man bestimmte Objekte aus, die man ausstellt? Das ja, das nein. Wie geht man da vor? Wir sind ja immer noch im Prozess befindlich, wie ich bereits sagte. Und es geht darum, die Geschichte Tansanias hier in Deutschland auszustellen. Also, wie können wir denn die gesamte Geschichte Tansanias in Deutschland abbilden, ohne da auch den einen oder anderen Teil außen vor zu lassen? Ohne dass es so aussieht, als möchten wir einige der Ereignisse nicht genug Raum einräumen. Es wird verschiedene Formate geben, die auch in den Ausstellungen aufgenommen werden. Aber wichtig ist, dass verschiedene Ansätze zum Thema Kulturgut berücksichtigt wird. Wie man mit den verschiedenen Kulturgütern arbeitet, wie verschiedene Ideen eingebracht werden, Menschen zusammengebracht werden und dass wir auch versuchen, Workshops zu organisieren. Ich glaube, das ist auch ein weiterer Schwerpunkt der Vorbereitungen. Wir wissen ja, dass viele dieser Objekte, so diese Kulturobjekte, nicht in Tansania befindlich sind, also auch wenn es Exporte sind. Also mit vielen dieser Materialien kommen wir zum ersten Mal in Berührung. Und ich denke, es benötigt einiges an Zeit, um uns erst einmal mit dem Material vertraut zu machen und diese Materialien dann tatsächlich an die Gemeinschaften rückzuüberführen. Bevor wir das tun, muss ein Dialog stattfinden zwischen den Experten. Und der Archivteil ist auch ein wichtiger Bestandteil. Es gibt also sehr viele Zwischenschritte, aber die Frage war, was in Deutschland ausgestellt wird, ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir in Tansania benötigen. Wir brauchen also auch da einen anderen Ansatz. Es sind also verschiedene Prozesse, Initiativen und Ansätze, verschiedene Methoden. Und ich glaube, wir sollten uns auch bewusst sein, dass das Museumskonzept in Tansania ein ausländisches Konzept ist. Wie können wir also kommunizieren? Wie kommen die Kulturgüter wieder in Kontakt mit der Gemeinschaft, ohne dass man das Museum als Rahmen anführen muss? Denn bisher war es so, dass all jene außen vor gelassen wurden. Das Kulturgut wurde den Gemeinschaften entnommen, aber
man hatte ihrerseits keinen Zugriff darauf. Und das möchten wir jetzt wieder zu Ihnen zurückbringen. Wir bitten um Ihren Beitrag, um Ihr Wissen und wie können wir den Rahmen des Museums in diesem Prozess irgendwie entfernen. Daran arbeiten wir derzeit und wir freuen uns, dass wir auch kritisches Feedback bekommen haben, auch von anderen Akteuren wie Künstlern zum Beispiel, aber nicht nur Künstler, sondern auch andere Experten, die auch an diesen Themen arbeiten. Und es gibt natürlich auch andere Fallstudien. Es gab einige eine Ausstellung im Humboldt-Forum, auch zum Thema Namibia. Und das ist sicherlich auch hilfreich für andere. Vielen herzlichen Dank. Und meine letzte Frage möchte ich an Carola richten. Und dann können wir gerne einige Fragen zulassen. Im Bereich der Wissenschaft liegen Beweise vor, dass viele Deutsche nach Afrika gehen, um Afrika zu untersuchen und darüber zu publizieren. Aber es gibt natürlich weniger Afrikaner, die nach Deutschland kommen, um Deutschland zu untersuchen und darüber zu publizieren. So, when it comes to the research, wenn wir nun also über die Forschung nachdenken, wie kann man diese Lücke schließen im Bereich der Kolonialgeschichte, wo es immer noch der Fall ist, dass die Deutschen über Afrikaner lernen und über Afrikaner publizieren, während die Afrikaner nach Deutschland kommen und dann ihre eigenen Gemeinschaften untersuchen müssen, statt sie sich auch die deutschen Gemeinschaften anschauen und in einen wirklichen Austausch gehen. Das ist eine großartige Frage, die ich auch wieder ausweichen werde, denn ich bin ja nicht die Präsidentin des DAAD. Das ist natürlich ein Dienst, der sehr viel mehr im Ausland tätig ist und weniger in Deutschland, aber das ist eine wirklich gute Frage, zulässige Frage und vielleicht ein Bereich, in dem das Goethe-Institut einen Beitrag machen kann und das auch schon getan hat. Ich glaube, wir brauchen verschiedene Kommunikationswege. Und deswegen sprach ich über das The Burden of Memory. Das ist ein Projekt zur Erinnerungsarbeit mit Rui Soyinka. Ich glaube, das war eine wichtige Initiative, denn dort hat man neue Kontaktwege eröffnet zwischen Wissenschaftlern, Intellektuellen, Künstlern und so weiter, um dann gemeinsam solche gemeinsamen Themen aufzugreifen. Und ich würde es vielleicht so formulieren. Es wäre interessant, wenn wir hier unsere Debatten zur Erinnerungskultur so formulieren, dass wir vielleicht versuchen, auch was von afrikanischer Seite zu lernen. Am Montag war ich Teil einer Podiumsdiskussion, ganz kleines Podium nur. Da habe ich mit Henri Böhm und Theresa Kolombek gesprochen. Henri Böhm ist ein israelischer Philosoph. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen deutschen Wissenschaftler gehabt, der in Deutschland geboren wurde, aber sehr viel afrikanische Forschungsarbeit durchgeführt hat und es war uns wichtig, diese verschiedenen Perspektiven einzubringen und vielleicht auch einmal anzuschauen, wie es ein nationales Gefüge in der Erinnerungskultur geben kann in einer multiethnischen Gesellschaft, die zum Teil auch gespalten ist. Es gibt natürlich Spaltungen aufgrund von Vorkommnissen in der Geschichte wie Völkermord, der furchtbare Völkermord, der in Ruanda stattgefunden hat. Das ist zum Beispiel eine interessante Frage, zu schauen, wie Ruanda mit dem Thema Erinnerungskultur umgeht. Und sie konzentrieren sich eher auf die Gegenwart und auf die Zukunft, aber viel mit der Vergangenheit wird nicht getan. Es gibt da jetzt so einige Erinnerungsquellen, familiäre Quellen, die aber im Untergrund ablaufen. Und ich glaube, es wäre ganz interessant, so eine Vergleichsebene aufzubauen, dass es eben auch Forschungsfelder und Strukturen gibt. Und ich glaube, da gibt es auch universitären
Universitäten und Forschungsfinanzierungsinstitute, die sich diesem widmen, dass wir verschiedene Perspektiven haben mit unterschiedlichen Hintergründen. Und das muss natürlich die Afrikaner mit an einen Tisch holen. Und das wäre natürlich auch gut, wenn Afrika sich anschaut, wie man in Deutschland mit der Erinnerungskultur umgeht. Und das würde natürlich auch einschließen. Ich habe zum Beispiel mich dem Thema afrikanischer Umgang mit der Unabhängigkeit, also mit der Zeit der Unabhängigkeitsbewegung untersucht. Und vielleicht wäre es auch gut, wenn sich Afrikaner mal mit der Frage beschäftigen, wie wir mit Erinnerung umgehen. Derzeit haben wir noch keinen gleichen Zugang. Wir müssen also gleiche Zugangsbedingungen schaffen für alle. Wir sprachen es schon an, Visabedingungen, Finanzierung und so weiter, der ganze Rest. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es Zeit, um das Ganze, um sich mal zu stretchen. Und wenn Sie die Hand heben, dann können Sie uns gleichzeitig eine Frage stellen und ein bisschen sich bewegen. Sie können auch aufstehen, um zu stretchen. Und so kommen Sie zu neuer Energie. Wir haben noch 25 Minuten. There are no questions. Oh, thank you. Gibt es keine Fragen? Doch, danke. Vielen Dank für dieses sehr interessante Panel. Ich habe eine Frage an Sie, Flower. Die Rolle der Zusammenarbeit, das ist die große Frage, wenn man mit Gemeinschaften zusammenarbeitet. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn man diese Ausstellung nach Tansania bringt und direkt zur lokalen Bevölkerung und wenn das kulturelle Eigentümer der Communities sind, dann stelle ich mir das als sehr schwierig vor. Können Sie das einmal etwas genauer erklären? Ja, vielen Dank für genau die Frage. Zunächst sollten wir alle verstehen, dass das Nationale Museum nach der Unabhängigkeit sich auch durch diesen Prozess kämpfen musste, über den wir sprechen. Denn auch das Museum wurde gegründet während der britischen Kolonialherrschaft. Das wurde eben nicht aufgrund oder die Exponate stammen nicht von der lokalen Bevölkerung, sondern von den Kolonialherren. Und das ist es gibt auch eine Kommentierung dieser Exponate. Und insofern ist das in den musealen Strukturen zu einer Lebensaufgabe geworden. Und Zurückgabe ist nichts Unbekanntes. Es gibt auch Restitution archäologischer Materialien aus in Kenia, Nairobi, im Zusammenhang mit Tansania, weil es auch dort Verbindungen gegeben hat. Und es sind eben beides ehemalige britische Kolonien. Das heißt, die Zurückgabe, wenn es ums Nationalmuseum geht, dann ist das Teil einer politischen Agenda, um den strategischen Fundingplan zu belegen. Und wie gesagt, es ist ein Prozess, denn in diesem Prozess hat man sich jahrelang befunden. Und als die Exponate nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit zurückgegeben wurden, und das war die Grundlage nationaler Identität und damit auch Patriotismus. Das heißt, wenn man eine Kollektion von 125 Stämmen diesen zugänglich machen muss, dann kann es auch Konflikte geben. Diese kulturelle Gruppe ist besser als die andere, so könnte es heißen, oder diese Region ist besser als die andere. Und da muss man sehr empfindsam und wach vorgehen und dies in der Kommunikation beachten. Insofern ist das für das Nationale Museum eine Lebensaufgabe. Vielen Dank, Flower. Hier möchte sich noch jemand stretchen oder sogar das Wort ergreifen.
Ja, also wo es um, mein Name ist Charlotte, ich möchte über Restitution sprechen und Frau Ina noch mal ansprechen. Ich hatte das Gefühl, dass Sie die Antwort etwas vermieden haben. Also die erste Frage auch hinsichtlich des Naturkundemuseums. Ich glaube, 1984 oder so gab es ja das Dino-Skelett und das hier ist ja 40 Jahre später. Warum ist der Dinosaurier immer noch in Berlin und auch die anderen Exponate? Nun, das führt mich zu einer Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe, als ich mich auf diese Diskussionsrunde vorbereitet habe. Das hat auch mit gleichberechtigten Machtbereichen zu tun. Und es ist eine Institution, dieses Museum, wo jeder immer sagt, das kann ich nicht entscheiden, darüber will ich nicht entscheiden. Und ich habe kein bestimmtes Zitat im Kopf, weil man das immer so im Kopf, ob der Dinosaurier jetzt zurückgegeben wird oder nicht, das kann ich nicht entscheiden, heißt es immer. Und das ist natürlich eine frustrierende Antwort. Der Film, den wir gestern gemeinsam gesehen haben, dieser hat mich gezwungen, darüber nachzudenken, wie viel wir doch auch tun können innerhalb solcher Institutionen und natürlich auch von außerhalb, nämlich sie zu zwingen, solche Fragen zu beantworten. Gut, man kann natürlich nicht entscheiden, dass menschliche Überreste zurückgebracht werden müssen, aber die Ästhetik und Politik und die Macht eines bestimmten Mediums kann ja auch genutzt werden, um eine ganz bestimmte Botschaft rüberzubekommen. Wenn man den Generaldirektor des Museums fragt, dann würde er auch sagen, nein, das kann ich nicht entscheiden. Aber was wir versuchen zu erreichen, ist, dass wir so weit wie möglich entscheiden als Wissenschaftler, als Forscher und auch als Menschen einfach, um das Archiv zu öffnen und ein Teil von Zusammenarbeit zu sein und einfach Dinge so weit wie möglich rüberzubringen und damit die Regierung und Institutionen in Tansania einander näher zu bringen, damit dann entschieden werden kann, wo der Dinosaurier am besten aufgehoben ist. Die Rednerin oder Moderatorin benutzt kein Mikro, aber wir sehen, es gibt eine neue Frage und da gibt es das Mikro. Carola. Okay, thank you. I'm Thomas Fuß. Mein Name ist Thomas Fuß und manchmal arbeite ich als Berater der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich möchte mich nochmal auf den Titel dieser Sitzung sprechen. Die Wissenslücken überwinden. Das ist die wahre Frage. Wie können wir eine Vertiefung und Erweiterung der kollektiven Wissensproduktion fördern hinsichtlich der komplizierten Geschichte unserer beiden Länder und wie können wir sie verorten und verankern in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und ich habe immer die Sichtweise einer kollektiven Anstrengung Benedikt Savoie, der TU Berlin und der eines Vertreters der Universität Gent. Und jetzt wird diese Studie gerade umgesetzt und da geht es um die sogenannten Objekte, also translozierte Exponate. Das war ein ganz wunderbarer Prozess und die Zusammenarbeit dieser Teams ist so relevant und wir haben jetzt so einen wunderbaren Prozess hier. Ich möchte gerne mal wissen, wo der Dinosaurier steht im Raum und dann für die Zukunft, Flower, für diese kollektive Anstrengung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Humboldt-Stiftung, das Humboldt-Forum und Ihre Institution, das Nationale Museum. Wie kann man darauf aufbauen und wie kann man es schaffen, dass mehr Akteure aus beiden Ländern sich engagieren. Vielen Dank.
Und dann noch mal vorbei an dem Herrn hier vorne. Ja, diesmal hat es geklappt. Vielen Dank. Should I ask that question? Sure. I mean, it's simply. Soll ich die letzte Frage stellen? Nun, das basiert auf dem, was gerade gesagt wurde. Entschuldigung, ich hatte mich noch gar nicht vorgestellt. Ich möchte noch mal über den Titel der Sitzung hier sprechen, die Lücken schließen. Und es gibt so viele insgesamt und man wird es nie schaffen, alle zu füllen. Aber dafür braucht man eine Strategie. Forschungsagenten sind meine Spezialisierung. Und wenn etwas in Tansania vor sich geht, wenn da etwas ist, was wir von etwas lernen wollen über die schrecklichen Deutschen. Carola Lenz hat es ja auch schon erwähnt, Dinge, die dort im Land passieren. Und vielleicht ist es auch nicht genug, aber es ist zumindest ein Anfang. Und um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, brauchen wir auch mehr Forschungsagenten. Und dieses zum Thema Kolonisierung. Nun, ist Wallace hier? Ja, da ist eine Frage, die du am besten beantworten könntest. Und da geht es ja um die deutsche Kolonialgeschichte. Vielleicht magst du nachher noch aufs Podium kommen und diese Frage beantworten. Yeah, Flower, I wanted to know a little bit more. Ja, Carola, ich wollte noch etwas mehr wissen über die Ziele der Ausstellung, über die tansanische Geschichte. Denkt das Publikum denn überhaupt selbst, dass es eine Wissenslücke hätte? Denn die Frage ist ja, also die Aufgabenstellung mag ja daran liegen, und ich denke, das sprecht ihr schon an. Was wollt ihr überhaupt erreichen mit dieser Ausstellung, über die wir gesprochen haben, wie sie gemeinsam erarbeitet werden sollte? Aber gibt es überhaupt eine Nachfrage danach? Oder wie sollte das Ziel lauten? Und wenn ich an das denke, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich an Leute wie ich und viele auch in diesem Saal haben eine Erweiterung der Erinnerungskultur, also Praxisbündel für das Erinnern oder wie auch immer man es nennen möchte, ist das Ziel. Also sollte der grundlegende nationale Narrativ inklusiver gestaltet werden in Deutschland. Das hat immer wieder zu tun mit der Frage, wer sind wir eigentlich? Und dann eine komparative Frage, die heute Morgen anklang. Denn da haben wir von Täter-Opfer-Strukturen gesprochen. Und das ist eine der Schwierigkeiten. Und deswegen haben die Rechtsextremisten auch das Gedächtnis des Holocaust hinterfragt. Wir wollen keinen grundlegenden Gründungsnarrativ, wo Staatsverbrechen und Täterschaft im Zentrum stehen. Aber das war nun mal der Kompromiss. Also ein Staatsverbrechen ist Teil des deutschen Selbstverständnisses. Das heißt, unsere Identität dreht sich darum, dass eine Wiederholung eines solchen Staatsverbrechens unter allen Umständen vermieden wird. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ablenken auf den Nahen Osten, aber das ist eine aktuelle Debatte. Und in den letzten Wahlen also wurden 20% der Stimmen an die Rechtsextremen gegeben. Und in Tansania ist das nationale Selbstverständnis auf Widerstand, Unabhängigkeit und Stolz auf das eigene kulturelle Erbe gegründet. Die Frage ist, wenn wir so eine Ausstellung machen, werden diese unterschiedlichen Gründungsnarrative von Nationalstaaten, führt das zu Dialog, Austausch im Sinne der Ausstellung, dass Deutschland vielleicht mehr Täterschaft in seine nationale Identität mit einbringen sollte? Es gibt ja diese Formel 3 Palästinenser für eine nationale Schuld.
Das ist eine ganz schreckliche Gleichung, wie ich finde. Aber das ist die Frage, das nationale Selbstverständnis, das sich gegründet, zumindest auf historischer Verantwortung, wenn auch nicht Schuld. Wie verhält sich das? Also ich glaube, Flower, Sie müssen nicht die ganze Frage beantworten, aber ich denke gerade mal an das große Ganze. Und was sind die Ziele, die Sie mit dieser Ausstellung jetzt eigentlich verfolgen? Also abgesehen von einer einfachen Beschreibung der Geschichte von Tansania, die jetzt so im nationalen Bewusstsein in Deutschland nicht verankert ist. Nun, Deutschland hat ein gewisses Geschichtsverständnis. Und das ist eine der vielen Schichten. Und häufig werden die Leute dabei verwirrt, wenn man mit einem Projekt also ankommt. Wir kommen aus einer ehemaligen Kolonie und wir kämpfen immer noch mit den vielen verschiedenen Hinterlassenschaften von Deutschland. Und das Nationalmuseum von Tansania hat in diesem Zusammenarbeitsprozess natürlich ein eigenes Interesse. Eines davon lautet Zugang und Sichtbarkeit in den Diskussionen. Und zumindest für die deutschen Ausstellungen Kinder, Bürger, Schulen, wenn man all diese politische Geschichte damit einbringt, wird es zu komplex. Und manchmal denkt man, dass es wirklich sehr, sehr komplex ist. Und für diese Ausstellung würde ich sagen, dass also man hat seine eigene Nation im Blick, aber das gemeinsame Verständnis ist also Bewusstmachung, Dialog, Sichtbarkeit und Zugang in der öffentlichen Debatte. Und das ist wichtig für die Zivilbevölkerung, denn ich bin sicher, dass viele Kollektionen im Ethnologischen Museum nicht unbedingt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden als Exponate. Insofern ist es heute jetzt auch Zeit, dass man diese Offenheit und Zugänglichkeit schafft. Und die tansanischen Wahrheiten müssen auch hinterfragt werden. Wie passen sie in das große Ganze? Ja, vielen Dank, Flower. So, wie ist es? Ist der Nächste schon bereit? Und er braucht bitte ein Mikrofon. You'll be the next. Ja, Sie sind die nächste Person, die jetzt das Wort ergreift. Ich weiß noch gar nicht, ob ich schon bereit bin, aber ich fange mal an. Wenn man einmal das Thema betrachtet und wenn man guckt, wie man die Lücke schließt. Und als die Frage aufgebracht wurde, es ging um Forschung, Zusammenarbeit, wie können wir zusammenarbeiten, um all das auf den Tisch zu bringen. Aber das ist die Frage, ist das der Fall? Und die Frage ist auch, werden diese Probleme nicht, werden die wahren Probleme beleuchtet, ja oder nein? Das ist die Frage. Und dann die Frage, warum? Warum haben wir bestimmte Informationen nicht? Zum Beispiel, wie viele Kisten wurden noch nicht einmal geöffnet im Berliner Museum? Und ich bin ein Forscher aus Tansania, aber ich weiß nicht, wie ich Zugang zu den Informationen hier in Deutschland erhalten kann, damit ich einen Vorschlag ausarbeiten kann, der dem Projekt zugeführt werden kann. Es gibt ja auch Gelder für Provenienzforschung und es gibt ja deutsche PartnerInnen und diese müssen einen Vorschlag ausarbeiten, aber wir sind da gar nicht einbezogen.
Wir könnten sonst sagen, hier, wir haben einen Vorschlag zur Provenienzforschung und auch als Postdoc und so weiter gibt es ein Forschungsinteresse und wir beantragen jetzt Gelder dafür. Aber wir erfahren überhaupt nichts und ganz besonders, wenn wir über Herkunft sprechen, bei menschlichen Überresten beispielsweise. Und wie bekommen die Leute Informationen, wenn gerade die lokale Bevölkerung gar nicht einbezogen wird und lokale Forscher auch nicht und Forscherinnen bei der Provenienzforschung? Da muss man ja zum Beispiel in Dar es Salaam eine Anfrage starten und dann kann man auch die Bewerbung um Forschungsgelder vereinfachen. Aber wenn es eben keine, man muss das auf den Tisch bringen, gemeinsam mit den deutschen Partnern und Partnerinnen. Wir können Ideen vorschlagen und dann können wir überlegen, wie man das macht. Aber wenn das Essen schon auf dem Tisch steht und die Betroffenen nicht am Tisch willkommen sind, dann ist es nicht in Ordnung. Ja, vielen Dank. There was a last hand here. Ich habe hier noch eine Hand gesehen und dann geben wir das Wort nochmal an die PodiumsteilnehmerInnen. Ach, da habe ich auch noch eine Hand gesehen. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Axel Hanna Sievert und ich habe viele Jahre für die Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Ich möchte die Frage oder den Aspekt ein wenig ausweiten, den Blick ein wenig erweitern. Wir sprechen ja über die Perspektive immer nur in bilateraler Hinsicht, Deutschland und Tansania. Das ist natürlich verständlich, um diese beiden Länder geht es. Aber jetzt gerade, was die beiden MuseumspraktikerInnen auf dem Podium betrifft, können die nicht noch mal sagen, ob es nicht vergleichbare Debatten gibt oder vielleicht auch ganz anders geartete Diskussionen mit anderen Beteiligten, vielleicht in postkolonialen Beziehungen oder auch andere afrikanische Länder. Gibt es da vielleicht bemerkenswerte Beispiele, die unsere Debatte etwas bereichern könnten, wenn wir den Blick oder die Perspektive hier mal ein wenig erweitern könnten, wenn es nicht zu umständlich ist? Ja gut, wenn wir sowieso schon gerade bei der letzten Fragerunde sind, dann können wir noch mal hier das Mikro vergeben. Jan Damme von der Uni Potsdam. Meine Frage bezieht sich auf den Kommentar hinsichtlich des Machtausgleichs und gleichen Machtstrukturen. Was macht man denn mit einem Mangel an Macht und wie kann man diese erteilen? Also wenn zum Beispiel Performances gemacht werden in Austauschprogrammen, zum Beispiel das, was Sie erwähnt haben, da wird der Austausch ermöglicht und auch der Wissenstransfer wird ermöglicht. Und Komanile war ja auch Teil der Anti- oder postkolonialen Widerstands. Aber wie sieht es aus mit den Machtstrukturen während der britischen Kolonialherrschaft? Und das habe ich aus Vicentias Arbeit und der ihrer KollegInnen gelernt. Also lokale Performing Arts, schöne Künste waren verboten. Und dann, als die Unabhängigkeit kam, hat sich das verändert. Und da kamen plötzlich lokale bildende Künste zur Förderung. Und ich weiß nicht, aufgrund welcher Gefühlslagen. Auf jeden Fall würde mich dies interessieren und ich sehe hier auch eine Kontinuität hinsichtlich deutscher Performances mit afrikanischen KünstlerInnen, also Kunst, die auch eine politische Funktion haben und
Sie fragen, Sie stellen nicht alle Fragen, sondern überlassen einen Teil auch der finanzierenden Seite. Auf jeden Fall wollte ich die Machtfrage noch einmal beleuchten. Nun, da möchte ich Ina bitten, diese Frage zu beantworten und dann Flower. Und dann denke ich, dass Carola noch einmal die letzte Frage beantworten sollte und dann schließen wir auch das Podium. Nun, die Frage des Vergleichs. Was wir sehen in den sogenannten Sammlungen, da sehen wir natürlich die Anhäufung, also die Leute auf dem Feld, die Militärbediensteten, die haben nicht nur das Naturkundemuseum beliefert, sondern auch andere Museen. Sie haben Afrika bereist und die Kolonialgeschichte ist etwas, was wir über die Institutionen hinweg schreiben müssen. Wir müssen praktisch vergleichen, ja, was ist drin in der Kiste und wie wurden diese Kisten dann auch in Berlin verteilt? Da müssen wir interdisziplinär arbeiten, denn das ist noch nicht einmal eine nationale Frage und das ist noch nicht einmal nur eine Frage für Anthropologen, die Schädel sammeln, sondern man sammelte alles, was man bekommen konnte. Insofern müssen wir interdisziplinär arbeiten und auch interkulturell und dann einen Vergleich anstellen. Was wir getan haben, war, dass wir zunächst geguckt haben aus den ehemaligen Kolonien, auch aus Kamerun mit dem Rat für Kunst. Und dann mussten wir gucken, wie funktionierten Sammlungen überhaupt und dann, wie funktionierten Sammlungen in Tansania. All dieses sind Dinge, die wir abarbeiten müssen und auch der Austausch von Informationen, denn die Kisten, die zu den Museen kamen, da war auch Kunst mit dabei und das ging dann an Museen zum Teil auch ins Ausland, in Berlin, Preußen. Und da geht es einfach um das Netzwerk und da müssen wir den Wissensaustausch und Transfer praktizieren. Eine Minute für Carola und eine Minute für Flower und dann ist Schluss. Ja, ich möchte noch etwas aus der postkolonialen Debatte lernen und für mich, wo ich doch aus der Museumsarbeit komme und ich komme ja von der Uni Dar es Salaam, dort merkte ich, dass wir etwas Neues finden, dass wir etwas Neues tun. Nach der Unabhängigkeit haben wir einfach die afrikanische Perspektive in die Geschichtsschreibung eingebracht. Wenn man einmal betrachtet, was wir zur Jahrhundertwende gehört haben. Es gab keine Plattform und jetzt versucht man, den Narrativ zu verändern und eine menschliche Perspektive einzunehmen. Der Maji-Maji-Aufstand wurde schrecklich beschrieben, denn die Leute bekamen schreckliche Namen damals und allein die Änderung solcher Namensgebungen führt schon zu einer Perspektivänderung und das ist wichtig. Und für die Bevölkerung in Tansania ist das eine Reise und jetzt befassen wir uns mit Tagebuchquellen. In den 60er Jahren hat die Uni Dar es Salaam schon eine Dokumentation des Maji-Maji-Aufstands getan und das war überlieferte Oral History und wir stützen uns auch auf diese Narrative, diese Erzählungen. Deutschland muss noch viel lernen, vor allem bei der Änderung des Narrativs in der Bewältigung der kolonialen Vergangenheit. Vielen Dank für diese letzte Frage und ich möchte Sie wirklich ermutigen, diese Frage zu wiederholen, wenn die Minister hier sitzen. Und die Organisation, der ich vorstehe, da kann ich es nur
so beantworten, dass ich Soft Power als einen Begriff wahrnehme, mit dem ich mich nicht wohlfühle. Denn ich denke, das ist eine zu eindeutige Instrumentalisierung. Und so funktioniert es nicht. Unser Einfluss auf das Goethe-Institut und auf Visa-Politik ist so gut wie null. Und wir als Goethe-Institut haben keine Verhandlungsmacht. In der derzeitigen politischen und finanziellen Lage Deutschlands seit 2022 und der Ankündigung des Kanzlers, dass wir eine Zeitenwende hätten, einen Wendepunkt in der Geschichte. Jede kulturelle Arbeit wurde weniger wertvoll und mit Haushaltskürzungen in enormer Höhe. Wir mussten fast 10 Goethe-Institute schließen. Und dann die FDP möchte es, also die nächste Finanzierungsrunde wird hoffentlich besser. Aber es ist auf jeden Fall ein gedanklicher Perspektivwechsel. Solch eine Ausstellung ist sehr, sehr wichtig als Erinnerung an die PolitikerInnen in Deutschland, dass es nicht immer nur um Waffen geht und nicht immer nur um Finanzunterstützung für Wirtschaftsbeziehungen. Es geht nicht immer nur darum. Und insofern müssen wir das diskutieren. Aber es ist nicht so, dass die Leute die einfache Absicht hätten, so zu arbeiten. Unsere Kontrahenten nutzen die Fonds, die wir geben können, nur für ihre eigenen Zwecke. Und das Ergebnis ist häufig ganz anders als die erklärte Absicht. Und ich denke, eine Partnerschaft muss Ergebnisse bringen, durchaus, die nicht erwartet wurde von Anfang an. Insofern wünsche ich Ihnen viel Glück für die Kooperation in der Ausstellung. Vielleicht haben Sie am Ende Ergebnisse, die Sie gar nicht erwartet haben, weder das Publikum in Tansania noch die deutschen Partner. Und dann wird es vielleicht aber bereichert sein aus verschiedensten Ecken und auch kulturelle Arbeit. Ja, das kann man sowieso nicht beeinflussen. Die Kulturschaffenden nehmen das Geld und arbeiten, und das ist gut so. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass keiner hier eingeschlafen ist im Saal, so nach dem Mittagessen. Und ich möchte jetzt noch mal ganz herzlich auch Frau Dr. Ina danken, Professor Lenz, Flower, ganz herzlichen Dank. Und mein Dank geht auch an das Publikum. Vielen Dank für Ihre Fragen, danke fürs Zuhören, vielen Dank fürs Nachfragen. Und wir sind nicht weitergekommen, wir haben die Lücke nicht hier schließen können. Es ist ein Prozess. Und wir können jetzt zumindest die Lücke ein wenig verkleinern. Es war eine Bemerkung, die nicht ins Mikro gegeben wurde. Deswegen konnte das leider nicht gedolmetscht werden. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt Sie einladen zur Kaffeepause. Und dann geht es weiter um in 27 Minuten. Und dann geht es weiter, genau hier im Saal. Und genießen Sie Ihren Kaffee und um 16:30.